Diese kapriziösen Damen, pardon, Damen und Herren, sind unterwegs in besonderer Mission. Ihr Auftraggeber, das 400-Seelendorf Kreuztal in der Adeleck im Allgäu. Und dieses Dorf bzw. die Kreuztaler Bürgerstiftung hat auch ihren Stall gebaut. Aus gutem Grund. Doch ein Stall im Dorfeigentum? Das ist eine ungewöhnliche Geschichte. Für Betriebsleiter Oliver Post hat sie vor fast 30 Jahren begonnen. Also als wir gekommen sind, waren wir eigentlich sehr erstaunt, dass hier noch eine völlig intakte Infrastruktur war. Das war 1994. Und das hat aber dann sehr schnell, haben die ersten Wirtschaften zugemacht, die Bank, die Post ist verschwunden, der Metzger hat zugemacht. Wir hatten einen sehr guten Metzger hier. Und es gab auch eine Schreinerei, die relativ viele Arbeitsplätze, die hat auch zugemacht. Oliver Post und seine Frau Leona hatten hier einen kleinen Hof gekauft mit 5 Hektar Land. Erst freuten sie sich, dass ihnen so viele Pachtflächen angeboten wurden. Landwirtschaftlich war es so, dass die älteren Bauern hier einfach aufhören, weil sie es nicht mehr schaffen und die Jungen das gar nicht machen können, weil sie auswärts nach auswärts pendeln und die Flächen eigentlich aufgeforstet werden oder verbuschen. Und dann hat sich im Ort ein Verein gebildet, der Adeleck-Verein, weil der Ort das, oder die Bürger das aufhalten wollten, weil die auch verstanden haben, dass das hier ohne das Hinterland das Dorf eigentlich auch nicht mehr existenzfähig ist. Die Adeleck mit ihren einst riesigen Mischwäldern war vor 200 Jahren noch Glashüttengegend. Die Holzfäller schlugen das Holz für die Brennöfen. Auf den Lichtungen im Wald ließen sie ein paar Rinder grasen. Viele kleine Almen mit artenreichen Bergwiesen entstanden. Und Licht kam ins Tal. Die Glashütten sind längst verschwunden. Jetzt kehrt der Wald zurück und verschattet das Dorf. Mit der Gründung der Bürgerstiftung Adeleck und dem Ziegenhof wehrt sich das Dorf dagegen. Ja, auf die Ziege sind wir gekommen, weil wir irgendwann bei 80, 90 Hektar angekommen waren und das Problem hatten, dass das einfach mit Brombeere zugewachsen ist. Die Ziegen fressen eben genau das, was die Rinder stehen lassen. Also die Brombeeren, die ganzen Rosenbüsche, die Dornsboschen und so weiter. Und das funktioniert ja so, dass erst die Brombeere kommt und dann kommen da dritt die Fichte und die Esche und so weiter. Und das verhindert die Ziege, weil die genau das frisst. Die Ziegen drängen den Wald zurück. Aber 130 Hektar auf 800 bis über 1000 Metern, wo nicht mehr viel wächst und man kaum noch Maschinen einsetzen kann, das ist eine Herausforderung. Nötig ist ein ausgeklügeltes Weidemanagement, um die Flächen in Schuss, die Tiere satt und die Ökologie im Gleichgewicht zu halten. Wir haben auf dieser Fläche eine Frühbeweidung gemacht. Das heißt, die Rinder, die jetzt hier sind, ganz früh drauf gelassen, nur eine kurze Zeit, damit die das einmal runterfressen. Weil die Blütenpflanzen oder die Kräuter sind konkurrenzarm. Die Ziegen haben einen sehr hohen Eiweißbedarf. Also da müssen wir eben auch genau schauen, auf wann kommen die auf welche Fläche, damit auch der Nährstoffbedarf bei den Ziegen gedeckt wird. Den decken Ziegen gerne mit den nährstoffreichen, aber eben auch schützenswerten Kräuter- und Blütenpflanzen. Thymian, Ackerwitwenblume, kleines Habichtskraut oder Annika. Das Weidemanagement ist komplex. Bei uns ist das aufgeteilt in Kleinstflächen. Wir haben Flächen mit 1,5 Hektar, mit 2 Hektar. Und überall muss ein Zaun außenrum gebaut werden. Und dann kommt dazu im Winter der viele Schnee. Wir fangen im Frühjahr oft wieder von vorne an. 70 Jahre alt ist Oliver Post. Und inzwischen ist aus dem Rheinländer ein echter Kreuztaler geworden. Ihm liegt seine neue Heimat am Herzen. Schaut euch die Flächen hier an. Also das muss man ja machen wollen. Da muss man dran hängen. Wir machen jetzt an einem Punkt weiter, wo es gekippt wäre. Und dieser Kampfkreis, der ist schon den Kreuztalern zu eigen. Die Bürgerstiftung kümmert sich nicht nur um Landschaftspflege, sondern belebt auch das Dorf. Sind vor 20 Jahren die Bewohner hier abgewandert, ziehen heute junge Familien zu. Sabine Wehr ist mit Mann und Sohn 2016 von Kempten ins Kreuztal gekommen. Ans Ende der Welt, bzw. ans Ende von Bayern. Hat sie es bereut? Nie. Also, ich glaube, hier ist einfach die Natur ist einzigartig. Wir sind Sportler, wir sind ganz viel draußen und wir haben hier alles, was wir wollen. Sabine Wehr ist mittlerweile im Gemeinderat. Sie hat wie jeder Haushalt hier Breitband. Im Dorf gibt es 5 Vereine und eine Busverbindung ins nahegelegene Buchenberg. Das Wirtshaus hat die Dorfgemeinschaft gekauft und einen Pächter dafür gefunden.
Und sogar ein rund 80 Jahre altes Schwimmbad gibt es, das die Dorfbewohner instand halten. Schön für die rund 80 Kinder im Dorf. Das Herzstück des Dorfes aber ist der Dorfladen. Unser Dorfladen ist komplett ehrenamtlich. Das ist ins Leben gerufen worden vom Adel-Eck-Verein. Und hier ist alles von Einkauf, Verkauf, die ganze Pflege, ist komplettes Ehrenamt. Der Laden bietet ein Vollsortiment mit so viel regionalen Produkten wie möglich. Hier gibt es natürlich auch Käse aus der Käserei des Kreuztaler Ziegenhofs. Dessen Stall ist vorbildlich und mittlerweile mehrfach preisgekrönt. Wir wollten einen Stall, der hier wirklich auch landschaftlich reinpasst. Und es sollte offen und transparent sein. Und der Rest ist einfach eine einfache Konstruktion, die funktioniert mit möglichst wenig Technik. Und ja, das wird inzwischen dann von den Juries auch honoriert. Mission erfüllt. Der Kreuztaler Ziegenhof. In vielerlei Hinsicht zukunftsweisend. Halt, stopp mal, ich hab noch was. Unseren YouTube-Kanal könnt ihr natürlich abonnieren, aber schaut auch mal rein in die ARD-Mediathek. Da gibt's noch mehr Videos von uns und komplette Unser-Land-Sendungen. Und da gibt's natürlich auch noch viel, viel mehr.